Geilo. So, da würde ich jetzt direkt reinspringen, oder? Das war die einzige und die beste Idee, die wir hatten. Wir haben jetzt auch eine Plane gekauft, weil dieser Baum da oben nicht sehr kooperativ ist mit der Sauberkeit des Pools. Aber wir sind natürlich immer noch nicht fertig. Und zwar wird erstmal die Heizung angeschlossen. Wir machen eine kleine Poolplane darüber, damit halt nicht immer so viel Dreck da reinkommt. Sobald die Heizung an die Filteranlage angeschlossen ist, werden wir auch die Filteranlage nochmal anmachen. Die erste Saga geht nun vorüber. Es wird eigentlich nur noch so der offizielle Poolsong. Wir müssen einen Poolsong machen, Leute. Sollen wir mal als Resümee des Ganzen so einen kleinen, chilligen Poolsong machen? Einen geilen Poolsong machen oder was? Yo! Passiert ist nicht so begeistert. Aber seid ihr begeistert? Fünfmal da, ab oder hier. Ich weiß nicht, wo das jetzt gerade kommt. Oder lasst einfach einen Comment da. Wenn ihr Lust haben, einen Song zu hören, dann muss da auch ein Beat her. Gesungen vielleicht, nicht gerappt. Oh, 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 oh. Bauen ein provisorisches Dach. Einen Meter halt. Aua! Toll machst du das. Gib mal deinen Fuß. Ja, hier. Wenn dann schon richtig, ne? Wer säuft hier die ganze Zeit Bier eigentlich? Dein Vater und dein Bruder. Das ist so. Unsere Anleitung heißt YOLO. Ja. Das hat nicht geklappt, Basi. Entspannt euch mal. Bombenfest, ey. Ganz ehrlich, das nächste, was wir brauchen, ist ein Bunker. Das ist unsere Poolplane. Provisorische Poolplane. Wir wollen auch so eine ausfahrbare Abdeckung darüber machen, über den Pool, die vielleicht auch elektronisch funktioniert, Passi? Ja. Kriegen wir das hin, weil mittlerweile sind wir ja schon echt Profis geworden, was so. Nochmal hier kurze Einblendung von der Filteranlage. Oh mein Gott, oh shit! Dann noch ein Meterstück. Hast du Schraube locker? Man muss echt aufhören mit diesem Wortspiel. Ne? Ach, ich habe ja keine Schrauben. So macht das ein Profi. Ja, wenn sie nicht gerade sind, dann gerade hauen. Schrauben! Entspannen Sie sich mal, junger Herr. Ich bin immer äußerst unentspannt. Shit, ist kaputt gegangen? Da ist kaputt gegangen, ja, ja. What you say? Auf GEMA-Mucke zu summen. Kriegen wir das Strike. Ein bisschen höher kannst du noch. Passt. Was ist das? Was ist das? Das ist jetzt ein provisorisches Dach. Du kannst dich auf jeden Fall jetzt bei Mayhammer als Stichsägen-Operator bewerben. Ja, bucht mich. Nee, ist Werbung für Mayhammer.de. Ja, ich weiß, man sägt nicht in seine eigene Richtung. Hey, habt ihr vielleicht noch ein Stativ übrig, außer das, was da steht? In den Arm. 12.000 Euro Stativ. Premium. So ein Schaufel. Boah. Oh mein Gott! Ahnung! Das bleibt so stehen hier. Ich finde die Hammer. Heiß Wortspieler. Was für ein Wortspiel? Der Marus macht die ganze Zeit Wortspiele seit Tagen. Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht zu groß gebaut haben. Blöd ist halt, dass wir es halt immer hier hinstellen müssen, weil nirgendwo anders halt Platz ist jetzt. Hat wieder viel zu lange gedauert, dafür, dass wir es nur eine Woche nutzen werden wahrscheinlich. Das Ding wird auf jeden Fall nochmal richtig hier weggeholzt später. Vince, komm! Was war das? Mein Handy. Heißt nicht mehr. Ja. Wie denn? Lennart, genau. Lennart, komm mit. Nennt den Vince nur noch Lennart, der will so heißen. Lennart, was los? Halt Maul! Wie geht's deiner Wunde, Lennart? Altert. Hier kann man sich verstecken. Vor den ganzen Sorgen, die man hat. Ja. Mach die Robbe, Vince. Los. Fliegendes Feld. Das heißt, ich gehe hier hin. Ah, so ist es wahr. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, oder? Schlauch, ja? Nee, mach keinen Scheiß. Ich komme nicht. Scheibe aufpassen. Yes! Du kannst ja nicht so voll easy reinregnen. Der Regen fliegt ja nicht so, Marius. Meinte wahrscheinlich hier vom Dach da rein. So, mehr würde ich nicht. So, passt das? Ist besser. Heizung, Heizung. Sieht aus wie so eine Therme. Heizung, Heizung. Brauchen wir nicht. Heizung brauchen wir fast nicht. Damit das Wasser auch schön warm ist. Was brauchen wir da? Heizung. Drei Heizen. Package schon mal raustragen. Welches Package? Das. Die heißt das Heizungspackage. Ja, sehr schön. Dann will der Vince das machen. Warum will ich? Ich bin doch dein Krüppel hier. Ja, aber du bist der Stärkste von uns. Ja, mit einem kaputten Bein. Ja, aber mit Armen, sowas habe ich noch nie gesehen. Willst du jetzt wieder anfangen? Nee, du sollst ja anfangen, das Ding zu tragen. Nee, du sollst anfangen. Du bist doch jetzt näher dran als ich. Ja, aber ich muss. Das ist keine Argumentation. Komm, das ist auch keine Argumentation. Das hast du gekauft, Passi.
XXL Gaming Tower. Hast du da irgendwo reinwerfen bei dir? Piep. Aufpassen, Stolperfallen. Hier rein und da raus und dann da rein. Also ich kann das echt mit deinem PC koppeln. Das ist ja nichts anderes wie eine Wasserkühlung beim PC. Ja, natürlich kann man das einfach mit dem PC aber koppeln. Aber das ist eine Heizung, Vince. Oh, ah. Was passiert so, wenn die nass wird? Poolwasser check. Sauber. Heizung check. Hier ein paar Heizung Beauty Shots. Hier sind wieder so richtig viel potenzielle Möglichkeiten, dass da wieder irgendwas leckt. Was das passieren sollte, kein Problem. Wir schlagen die Heizung zusammen. Passi hat in seiner Freizeit noch ein bisschen aufgeräumt hier, ein Schränkchen gebaut. Filteranlage neu aufgesetzt, Dichtungswasser haben wir, denke ich mal, lang genug härten lassen. Dann werden wir jetzt mal die letzten Lücken hier voll Erde machen. Wir haben noch so extra Wassergaffer gekauft. Man kann sich nie sicher genug sein. Ju ist jetzt gerade nicht da, der ist bei der Demexco, hält einen Vortrag. Und wir müssen aber zusehen, dass der Pool weitergeht. Ich komme nicht so nah mit der Kamera. Pair of brothers of German media, they go by the name Julian Bam und Sean Boo. Ju will hit the 5 million followers very soon. And we are talking about the business of influence and stuff like this. Ladies and please welcome. I've stopped talking because I know you want to see those brothers. Please welcome. Warum muss der gefüllt werden? Damit keine Luft in die Filteranlage reinkommt, Jo. Das wäre nicht gut, ne? Ne, dann macht das alles kaputt. Hier dieser Schlauch reingetüdelt, ne? Verbunden mit dem Schrubbwerkzeug. Macht der schon was? Boah, ja. Boah, krass. Boah, der muss schon auf dem Boden sein, Digga. Alles optisch täuschen, der ist auf dem Boden. Kleiner Dreck. Über und schon ist er weg. Geil. Ja, obwohl wir Brüder sind und aktuell sehr ähnliche Sachen machen, beziehungsweise eng zusammenarbeiten, war unser Weg eigentlich die meiste Zeit bis vor kurzem ziemlich getrennt voneinander. Bei Lena wollte ich Hauptsache was anderes machen, als in Seans Fußstapfen zu treten. Er war auch meistens immer der mit den besseren Noten, deswegen wollte ich halt gar nicht nacheifern. Weiter nach vorne, vorne, ja, noch mehr, noch mehr. Kann man den noch weiter ausfahren? Ja, klar. Sag mir das doch vorher! Aber ich hab so ein bisschen gehofft, dass du reinfällst. Wir legen auch später auf unserer Poolparty auf, aus dem Pool raus. Wir schalten zurück zur Demexco. Immer mehr Menschen wollen Influencer werden, wollen YouTuber werden, immer mehr Content wird produziert und somit wird es natürlich auch immer schwieriger für Leute herauszustechen, weil einfach die Leute auch sensibilisiert sind irgendwann, wenn sie einfach schon alles gesehen haben. Und das macht die Plattform natürlich mittlerweile ein bisschen schwieriger zu benutzen. Also für Leute, die jetzt komplett neu anfangen, ist es sehr, sehr schwierig geworden. Da sind wir, das ist auch schön. Da. Gerade muss das werden. Das muss gerade werden, dieser Hügel hier. Was hast du in den Kommentaren gelesen? Was für Luschis und was für Pfeifen. Was bist du? Was für Pfeifen wir doch sind. Du. Wir. Du. Wir. Ich red mit wir. Du meinst dich. Ich red nicht mit von mir in der dritten Form oder sowas. Ich oder? Weiß ja nicht, wie du drauf bist. Aber die meinten doch, du bist die Lusche. Passi. Passi? Ich verstehe dein Problem, Vince. Ich kann das nachvollziehen. Kannst du mich am Arsch lecken? Ich bin wieder da und ihr habt ja voll viel geschafft. Also Erde halt wieder, ne? Pläne. Hey, da war halt so eine Brille. Damit ich dich besser sehen kann, Alter. Doch klar. Seit wann hast du eine Brille? Damit ich dich besser sehen kann. Lennart, hör auf, so einen Scheiß zu sagen. Wie geht's unserem Pudi? Ich hasse den. Den haben wir heute früh gesaugt. Du heißt Lennart. Ich will nicht Lennart heißen. Du hast diesen Namen selber gegeben. Wow, der ist echt sauber, krass. Hier werden auch schon die Rohre eingebuddelt. Dann sagt auf jeden Fall einfach mal an, ob ihr Bock habt auf so einen kleinen Pool-Song, um die erste Staffel Pool zu beenden, wo so ein bisschen über die Tiefpunkte und die Höhepunkte gesungen wird. Ich glaube, das wird super witzig. Weil wenn ja, dann muss der Typ da, Lennart, einen Song machen. Schreibt's mal in die Kommentare. So Bruno Mars mäßig. Da müssen wir die ganzen Videos einblenden, die wir gedreht haben. Leonardo da Vinci. Oh. Lennart da Vinci. Ja, das ist geil. Lennart da Vinci. Buddeln wir noch ein bisschen? Oder nee, ihr buddelt. Ich schneide dieses Video jetzt erstmal. Wir haben ein was bestellt? Für die zweite Saga Poolbau oder was? Ah, Leute.